Grimmenauer. Ja, der eine oder andere hat ja schon im Video gesehen, dass ich hier wieder mal eine neue Zelle installiert habe. Dazu später mehr, sage ich mal. Also der Regler funktioniert, ne? Also ich habe die ja einen selber gebauten Regler. Diesen welchen hier noch mal ein kleines noch ein bisschen verändert, also mit Transistor. Aber kommt noch ein extra Video dazu. Ich habe es noch viel einfacher hingekriegt. Was ich euch noch mal zeigen wollte, ich habe jetzt noch mal ein verstellbares Solargebäude. Also ich habe ja auch hier so einen Solarturm. Also in Anführungsstrichen, den kann ich einfach hier nach Lust und Laune drehen. Damals noch nicht so viel mitgedacht. Jetzt würde ich das nicht mehr so machen. Egal. Die kennt ihr ja auch. Und hier ist jetzt mein neues Konstrukto, sage ich mal. Und zwar, das ist dieselbe Platte wie die. Ne, ist klar. Und ja, will ich euch einfach noch mal zeigen, ist nicht viel dazu. Es ist eigentlich nur, ich habe unten an die Platte ein Holz ran gemacht. Das ist jetzt hier absolut überdimensioniert. Aber egal, ich hatte es noch da. Ne, und da habe ich das genommen. Ihr seht ja hier, das sind alles irgendwelche alten Latten hier. Das sind alte Zaunslatten hier. Seht ihr das ja noch, ne? Habe ich mir das, was kaputt war, abgesehen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Eine ziemlich gute Sache, würde ich sagen. Und einfache Sache ist das. Also quasi unten die Dinger ran. Dann habe ich auf die gesamte Länge ein Brett geschraubt. Das könnte man sich wahrscheinlich auch sparen und das dann direkt hier ran machen, ne, wenn man das möchte. Und dann habe ich mir einfach nicht im Baumarkt, sondern was ist denn das? So Rasenmäher, Händler etc. Ne? Oder wo hier so Zaunsladen, Holzhändler, da kriegst du solche Scharniere hier. Ne? Das ist dann so ein Eisen. Hier. Ach, hier ist ein Schraublocker. Mhm. Naja, egal. Dann kriegst du so ein Eisen hier dazu, was dann hier. Das sind eigentlich die Riegel hier, sowas ist das. Ne? Da kriegst du hier, da steht der Preis noch drauf. Das Gegenstück kostet 3 Euro, das sind wir bei 6. Ne, brauchen ja 2. Also 6 Euro und das Ding war, glaube ich, 4 Euro oder irgendwas. Hier haben wir es. 4,20 Euro. Ne? Also 7 Euro paar Schrauben, sagen wir mal 10 Euro pro Seite mit hier ein bisschen Klimbim. Wenn ihr gar kein Holz habt, dann müsst ihr euch halt welches kaufen. Sagen wir mal für 30 Euro ein kippbares Solar. Oder verstellbar, Solar, ganz einfach gebaut. Also ne, ich habe hier quasi erstmal 2 Latten so zusammengeschraubt, dann hier, wie ihr seht, einen Winkel noch rein, dann hier noch zur Verstärkung, unten noch mal eine zur Verstärkung und rüberwärts natürlich auch. Ne? Und oben dann einfach mir 2 Latten hier drauf geschraubt, Zaunslatten und ein Brett oben drauf, wo ich das festschrauben kann. Theoretisch könnte man sie hier gleich festschrauben. Ich habe es gemacht, damit es ein bisschen gerade ist. Ja, und weiter, quasi das steht dann einfach nur hier so da. Und hier kommen jetzt noch entweder Löcher rein oder irgendwas, das muss ich mir noch überlegen, mit einfach Eisenstangen, die ich dann hier reinklappe, um das Ganze zu fixieren. Wiegen tut es ungefähr, ihr seht, ich kann nur dran wackeln, ungefähr 25, 30 Kilo. Ist ein bisschen unhandlich, zu zweit ist es aber tragbar. Wen es interessiert, hier mal noch die Werte von der neuen Platte. Ja, und jetzt zeige ich euch das nochmal. Also das war jetzt vormittags, ne? Ihr kennt das ja hier von den Platten, die sind natürlich jetzt auf Nachmittag. Die sind noch nicht angeklemmt, das kommt noch. Ja, und dann geht man einfach hierher mit dem Dings. Mit der Hand und dreh die sich halt, ihr seht schon, ich habe jetzt noch einen steileren Winkel und dreh die euch dann hoch. Und für hinten habe ich dann einfach, hier wird quasi ein Holz eingelegt, was hier oben gegengeklemmt wird und fertig ist es. Ist nicht, also ich weiß nicht, sag mal 15 Kilo oder irgendwas muss man jetzt hier bewegen, aber ist eigentlich okay, Problem. Ne? Also für 30 Euro so kippbar Solar, selber gebaut, ganz einfach. Später mal quasi für das. Das ist quasi mein kleiner Prototyp fürs Dach, weil ich wegen der automatischen, ich will das dann also halbautomatisch machen, dass ich quasi, dass es mit Motor dann verstellt, dass ich nichts machen muss. Bin ja auch stinkfaul. Ja. Ja, das war es im Endeffekt schon und da habt ihr 50% mehr Ausbeute gegenüber
ich sage jetzt mal, herkömmliches Solar, wenn du das einfach irgendwie aufs Dach schreibst, ne? Also wie jetzt die hier, die fest sind, oder die hier, die ich halt nicht verstellen kann, beziehungsweise hier kann ich ja, mache ich immer vormittags die Tür zu, dann mache ich nochmal da offen, das ist genau bis, naja, bis um 4 kriegt die Uhr noch volle Sonne. Also sind nur gute Sonnenstunden, also mit denen ja auch, ne? Von früh, wann geht die Sonne los? Na, sagen wir mal, um 6, um 7 rum bis 12, dann drehe ich rum und ja, bis, wenn ich Glück habe, ihr seht, jetzt geht es langsam, welches ist ungefähr um 7 jetzt, ne? Also die hinten, die zwei sind noch voll in der Sonne und hier ist jetzt schon die erste raus. Aber macht ja nichts, ich habe jetzt den ganzen Tag geladen, sind nicht ganz perfekt, weil ich hier die Hausecke halt habe. Ich hätte es halt quasi weiter hüben machen müssen, aber naja, egal. Es funktioniert, es ist wirklich eine wunderbare Sache. Wie gesagt, das Verstellding, gute 50%. Wenn man es jetzt natürlich noch drehbar machen würde, wäre das Ganze noch effizienter. Ah, was ich mal noch dazu sagen will, ich habe die ja jetzt bei mir auf, in Anführungszeichen, Sommer ausgerichtet. Ne? Quasi das jetzt im Sinne von da drüben und wandert über mich drüber und hab's dann perfekt hier hüben. Ne? Im Winter allerdings steht sie da drüben. Ne? Also theoretisch müsste das Feld noch vom Winter noch drehbar sein. Aber ja, mein Gott, das lasse ich jetzt. Das ist eben mal fest, das funktioniert. Und bei dem hier sind es ja dann nur die 4 Stangen. Das werde ich mal noch testen, vielleicht reichen sogar 2. Dann kann ich mir im Sommer, im Winter die oder mal so einfach mal kurz anpacken, rumdrehen, dass ich halt von da drüben dann, weil die Sonne ist dann halt flacher, die ist dann halt hier hüben. Ne? Und da ist halt der Winkel nicht mehr so optimal. Also das erklärt dann auch, warum bei den Monos, wenn die jetzt normal installiert sind, absolut gar nichts mehr rauskommt. Das ist natürlich logisch. Ja, gut. Das war's erstmal. Falls ihr noch Fragen habt oder so, unten rein. Können wir alles klären. Ach so, was ich natürlich noch habt, ihr seht das hier, den Gummistrick. Ich habe natürlich, das ist mein Sturmschutz, sage ich mal. Ne? Also es wird dann eingehakt. Hier ist es ja so, dass ich den Kipppunkt genau in der Mitte habe. Da habe ich keine Lastseite, sage ich mal. Hier ist es ja nicht so. Hier ist der Kipppunkt, seht ihr ja. Drei Viertel ungefähr. Und da habe ich ja drüben den Lastpunkt und da ist es so, wenn jetzt Strom ist oder so, dann kommt die Latte raus und dann wird es nach unten und quasi müssen wir noch ein kleines Brett reinmachen und dann kommt ein Bolzen oder irgendwas rein zum Sichern, falls mal der übelste Strom kommt. Ja, das war noch, das wollte ich noch sagen. Gut, haut rein, tschüss.